Nanu, was macht denn eine Krake hier im Nord-Ostsee-Kanal? Ja, du bist ja unser Maskottchen. Das ist Plietschi von dem Verein Plietsch und Stark in der Region Rendsburg. Der Verein Plietsch und Stark möchte, dass Kinder und Jugendliche, wie der Name sagt, Plietsch und Stark werden. Den Verein haben wir 2015 gegründet, ist also noch ein junger Verein, aber in der Zeit ist schon unheimlich viel passiert. Oder was sagst du, Plietschi? Achso, ins Wasser, okay. Ja, Plietschi, mittlerweile sind es ja auch schon so viele Brotboxen, dass man darin schwimmen kann. Die Bio-Brotbox-Aktion ist eine Initiative in Berlin und wir haben uns dort angeschlossen, weil wir von dem Konzept überzeugt waren. Es sollen gesunde Lebensmittel möglichst aus Bio-Qualität an die Kinder gebracht werden und somit sollen die Kinder dann schon früh für gesunde und nahrhafte Lebensmittel sensibilisiert werden. Achso, wozu brauche ich das? Damit du dich in der Schule besser konzentrieren kannst. Natürlich wollen wir auch die Eltern damit erreichen, dass auch die sensibilisiert werden und vielleicht sogar die Kinder kommen und sagen, ich möchte meine Box wieder gefüllt haben mit einem gesunden Frühstück, mit einem Apfel, mit einer Scheibe Brot und nicht irgendwie mit einem Schokoriegel. Einige sind schon seit der ersten Packaktion dabei. Das ist dann überwiegend auch der Deutsche Frauenring gewesen und unsere Mitglieder, die uns da gerne unterstützen. Die kommen immer freudestrahlend und sind jedes Mal wieder überrascht, wie schnell so knapp 800 Boxen dann in Gemeinschaftsaktionen gepackt sind. Also ein besonderer Moment ist immer, in die Schulen zu fahren, die Boxen dort abzugeben. Die Kinder freuen sich dann, wenn sie ihre gelbe Brotbox in den Händen halten und sind dann immer schon ganz neugierig, was da wohl drin ist. Und das sind einfach unglaubliche Momente, die einen auch stolz machen, dass wir diese Aktion jetzt schon so lange durchführen können. Die Schulen freuen sich jedes Jahr unheimlich auf diese Brotbox-Aktion und wir uns auch, weil wir immer in leuchtende Kinderaugen gucken und uns freuen, dass auch mehr Schulen uns anrufen und an der Aktion sich teilnehmen möchten. Wir freuen uns auch, dass viele Kinder die über Jahre behalten und nutzen. Und insofern werden wir noch viele Jahre diese Aktion weiter begleiten und durchführen. Das Druckmuseum in die Schulen zu bringen. Um das zu schaffen, haben wir diese kleine Druckerei so gepackt, dass man so die wichtigsten Sachen dabei hat. Dann kommen wir in die Schule und gestalten dort einen Vormittag. Und die Kinder sind eigentlich jedes Mal begeistert und ich wundere mich wirklich, wie lange Kinder sich eigentlich auch gut konzentrieren bei diesen Arbeiten. Immer lustig und stark. Das ist Plietschi, unser Krake. Mir macht das jedes Mal totalen Spaß. Und Zeit vergeht im Nu. Das ist ja das beste Zeichen dafür, dass es irgendwie gut läuft. Die sind sofort dabei und die haben da Bock drauf, richtig. So, wir müssen hier jetzt mal eine Pause machen. Aber die Kinder wollen das eigentlich, gar nicht. Und kommen nach der Pause motiviert, angestürmt und wollen eigentlich sofort weitermachen. Dann zum Schluss, wenn wir dann fertig sind und sie selbst ihre eigenen Sachen in der Hand haben, was sie mit ihren eigenen Händen gestaltet haben, sind sie jedes Mal ganz begeistert und haben leuchtende Augen. Das sind die Projekte, die uns als Plietsch und Stark natürlich besonders interessieren. Dieses Interdisziplinäre, das viele verschiedene Bereiche anspricht und aktiviert. Und das finden wir toll. Und das haben wir gerne in unser Programm aufgenommen. Na, Plietschi, das war jetzt aber ganz schön gewagt, der Sprung von dem Zehner da oben.
Unser Schwimmprojekt beruht auf drei wesentlichen Säulen. Zum einen bieten wir an Schwimmunterricht für Migrantenkinder, weil wir glauben, dass das eine gute Möglichkeit ist, für diese Kinder sich zu integrieren. Zweitens bieten wir an eine Sommerferien-Schwimmschule. Die ganzen Sommerferien lang werden hier Kinder zum Schwimmen herangeführt. Und drittens werden wir zukünftig auch noch ein besonderes Projekt für Kinder aus Kitas anbieten. Da wollen wir in einem Intensivkurs 2 Wochen lang die Kinder an das Wasser gewöhnen und vielleicht sogar auch bis zum Seepferdchen führen. Warum machen wir das überhaupt? Man muss sich vor Augen führen, dass etwa 50% der Kinder im Grundschulbereich nicht schwimmen können. Und das ist eine Zahl, die kann man einfach nicht akzeptieren. Und das kann man erst recht nicht hier in Schleswig-Holstein. Die Eider, der Nord-Ostsee-Kanal, das Land zwischen den Meeren, da sollte man unbedingt schwimmen können. Und Schwimmen hat ja noch viele andere Vorteile. Hat etwas mit Teilhabe zu tun. Wenn ich nicht schwimmen kann, dann kann ich auch keine lustigen Abenteuer am Strand oder im Freibad mit meinen Freunden zusammen erleben. Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten, sie zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein zu verschaffen, genau das ist es, was wir hier mit unserer Schwimmausbildung auch tatsächlich erreichen. Und dann am letzten Tag, am Freitag, wenn sie dann auch ihr Geschenk mitbekommen, dass sie da sehr, sehr stolz sind und sich vor allen Dingen freuen, wenn auch ihre Eltern dann bei dieser Abschlusszeremonie mit dabei sind. Das sind immer sehr erfreuliche Szenen, die uns selber auch glücklich machen. Diese Freude der Kinder, dass sie etwas können, dass sie etwas gelernt haben, dass sie etwas Neues erfahren haben, die springt auch immer über auf die Helfer und auch auf die Mitglieder des Vereins, weil das einfach schön ist, mitgenommen zu werden und Teil einer Entwicklung zu sein, die positiv ist, die gut ist. Es sind einfach wunderschöne Rückmeldungen, die wir da bekommen. Also die eine Dame erzählte im letzten Jahr, dass die Kinder dann noch ein Lied für sie gesungen haben, als sie die Boxen abgegeben haben. Die gleich sagte, ja, ich bin im nächsten Jahr wieder dabei. Und ja, das bringt einfach Spaß. Wir freuen uns dann auch eben über diese strahlenden Kinderaugen. Das ist einfach der schönste Lohn eigentlich. Und wie heißt er nochmal? Lied? Thank you.